Es ist respektlos, wenn man dem Vater das Gute gebietet und ihm Nasiha gibt. Das hängt davon ab, wie man dem Vater Nasiha gibt und das Gute gebietet. Wie man dem Vater sagt, das ist richtig und das ist falsch und mach das nicht. Und mach. Ja, wenn du deinem Vater sagst, das ist nicht richtig, was du machst, ist falsch. Was tust du da? Du hast keine Ahnung. Natürlich. Du bist unerzogen. Aber wenn man seinem Vater sagt, mein Vater, kannst du mir beibringen, warum hast du das so gemacht? Der sagt dir, weil das so ist. Dann sagst du, ich habe anders gelernt oder so. Vielleicht bin ich auch falsch. Okay. Hier, ich habe das und das gelernt. So bist du respektvoll und auch dein Vater wird nicht gegen dich werden. Aber wenn du ihm sagst, das ist nicht richtig, das ist falsch, das war nicht gut, was du machst, besser machst du so, besser machst du so. Und die Art und Weise und der Ton macht die Musik. Barakallahu fikum. Meine Mutter wird aggressiv, wenn ich ihr sage, sie soll anfangen zu beten. Sie sagt, es ist ihr Grab. Es geht seit einigen Jahren so. Immer wieder Streit, weil sie nicht praktizieren mag. Was machen? Du sollst das nicht direkt ansprechen. Es gibt Eltern, die sensibel werden, die sich nerven, wenn die Kinder ihnen sagen, ihr seid falsch, ihr macht falsch, das geht nicht, das ist normal, weil eure Eltern, unsere Eltern, alle, die sehen uns als diese kleinen Babys, die sie getragen haben als Babys. Egal, du bist 70 Jahre alt und dein Vater ist 90, der sieht dich noch, als ob du ein Jahr alt wärst oder ein Monat. Deshalb mit guter Methode. Am besten ist indirekt. Zum Beispiel, lies etwas vor ihr, das sie sieht. Was bedeutet, dass man nicht betet? Wie wichtig ist, dass man betet? Tu mal ein Buch auf den Tisch über das Gebet. Hör einen Vortrag über das Gebet, wie wichtig ist. Ohne dass du ihr sagst, komm, hör mit. Mach das. Steh auf, bete. Komm, wir beten zusammen. Mach das nicht. Immer indirekt, dass sie selber drauf kommt. Und dann hast du deine Pflicht vor Allah subhanahu wa ta'ala getan. Und du musst nicht jeden Tag alles wiederholen.